Jawohl, 4:2-Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim 2. Wie wichtig war es denn, dass man sich mit dem Dreier in die Pause verabschiedet? Ja, ganz wichtig. Das war auch ganze Woche das Thema, dass wir uns da nochmal mit dem Dreier in die Pause spielen wollen, weil schon steht das Ergebnis sehr lange, bis man es wieder gut machen kann. Und ich war da auch guter Dinge. Die Mannschaft in der Woche wieder ganz fokussiert trainiert. Und was uns natürlich auch zugute kam, es sind wieder einige Spieler zurückgekommen. Und das hat sicherlich auch unserem Spiel gut getan, auch ein Stück weit von der Erfahrung. Und auch wenn man heute gegen 1899 Hoffenheim 2 gegen eine jüngere Mannschaft gespielt hat, aber trotzdem, die sind gut ausgebildet. Und dann ist es nicht schlecht, wenn man dann auch dementsprechend auch ein paar gestandene Spieler hat. Und ich sage ja sowieso, in der Achse brauchst du immer eine gute Mischung und drumherum kannst du gut bauen. Aber ich muss sagen, die Mannschaft hat es heute mit Bravour gemacht. Ich denke auch, der Sieg war auch in der Höhe verdient. Ja, auch wenn wir es das ein oder andere Mal nochmal spannend gemacht haben. Aber ich denke, wir haben einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt, haben eine gute Torchance herausgespielt und freut mich, dass man eben da mit dem Dreier noch einmal nachlegen konnte und uns so in die Sommerpause verabschieden können. Der Kapitän Sandro Abruzzi hat noch nicht unterschrieben für die neue Saison. Gehen Sie davon aus, dass er am 5.7. beim VfR Aalen ist? Ja, ich gehe davon aus, weil ich glaube nicht, dass der Kapitän von Bord geht. Und Sandro weiß, was er hier beim VfR Aalen hat. Klar müssen die anderen Rahmenpunkte auch stimmen, aber ich spreche jetzt mal nur vom Sportlichen. Und er wird auch in der nächsten Saison ein ganz wichtiger Spieler für uns sein und hat man heute wieder gesehen, wie er dann letzten Endes auch für das taktische Konzept steht, wenn wir gegen den Ball spielen, wenn er die Mannschaft coacht, dass wir so aus der Ordnung spielen, ist er ein ganz wichtiger Spieler und auch mit seiner Klasse wird er uns sicherlich gut tun und natürlich hoffe ich, dass er demnächst verlängert, dann kann ich auch wieder beruhigter schlafen. Und jetzt freuen Sie sich auf Urlaub? Ja gut, ich versuche mal ein bisschen abzuschalten. Ja, ich bin, wenn ich im Fußball drin, das ist für mich Leidenschaft. Ja, ich freue mich jeden Früh, wenn ich um 6 Uhr oder 7 Uhr, wann auch immer, zum VfR reingehe und das Stadion aufsperre und der Rasen so richtig nach Fußball riecht. Und das wird mir sicherlich auch fehlen, aber klar kann man dann auch mal andere Dinge machen. Und es ist ja im Moment auch ein großes Fußballereignis mit der EM und da werde ich auch sicherlich das ein oder andere Spiel anschauen. Und Europameister wird wer? Italien. Dankeschön.